Wenn Sie diesen ökologischen Fußabdruck so im Kopf haben, dann haben wir in Europa einen sehr großen, in Indien ist er klein. Heißt das, Nachhaltigkeit bedeutet Armut? Oder müssen wir hier einen anderen Weg finden? Und da gibt es auch ein Maß, das Ihnen vielleicht vertraut ist, das diese beiden Herren entwickelt haben. Es ist Amartya Sen, den Sie vielleicht kennen, und Al-Haq, ein indischer Wissenschaftler und ein pakistanischer Wissenschaftler. Die haben einen zweiten Index entwickelt, vielleicht kennen Sie ihn, den sogenannten HDI, den menschlichen Entwicklungsindex. Sie haben gesagt, na ja, für ein zufriedenes Leben, wenn wir das messen könnten, woran, was braucht der Mensch dafür? Das gängige Maß in der Gesellschaft ist das Wirtschaftswachstum, das Bruttoinlandsprodukt. Es gibt reiche Staaten, es gibt arme Staaten. Aber nur weil ein Staat reich ist, leben die Leute ja noch nicht gut. Und daher haben die gesagt, wir wollen eine Maßzahl entwickeln. Okay, wir brauchen Geld, damit wir auskommen. Das macht ein Drittel aus. Das Zweite, was wir uns alle wünschen, ist Gesundheit. Ja? Und hier gemessen an der Lebenserwartung. Das heißt, ein Drittel ist Gesundheit. Logischerweise ist ein Staat, ein Land, das ein gutes Gesundheitswesen hat, hier besser als eines, in dem das Gesundheitswesen nicht funktioniert. Und das Dritte, der dritte Index, ist Bildung. Ja? Die drei Werte, also wenn es in einem Land gute Bildungschancen gibt, wenn es in einem Land ein gutes Gesundheitswesen gibt und wenn es in einem Land Wohlstand gibt, dann verdient dieses Land als entwickelt bezeichnet zu werden. Das ist ihre Idee. Und da gibt es eine Formel dazu. Eins ist super. Alle Menschen haben Universitätsabschluss. Alle Menschen werden 100 Jahre alt und alle Menschen sind reich. Und null sterben alle bei der Geburt. Und da zeigt sich, dass die Länder Norwegen, Österreich sind bei 9,4. Norwegen ist beim Development Index das Land, das die höchste Entwicklung hat, nach dieser Maßzahl. Die Russische Föderation liegt bei 0,8. Staaten des Südens wie Haiti oder die Elfenbeinküste liegen bei 0,44, also sehr, sehr gering. Wir hatten den Fußabdruck als eine Zahl, die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit misst. Und wir haben hier eine Zahl, die versucht, die soziale Dimension zu messen. Ja? Gut wäre jetzt, wenn beide Zahlen zusammenpassen. Und wenn man die beiden zusammengibt, dann zeigt sich leider, dass dort, wo Entwicklung sehr hoch ist, der Fußabdruck sehr hoch, also schlecht ist. Das ist ein großes Problem. Das heißt, das, was diese Formel so einfach sagt, wir brauchen eine nachhaltige Entwicklung, wir brauchen Wohlstand und Erhalt der Ressourcen. Das scheint schwer zu sein. Die Grafik zeigt das schön. Jeder dieser Punkte ist ein Land. Ja? Nach oben ist der Fußabdruck aufgetragen. Das heißt, wir sollten nach Möglichkeit, um nachhaltig zu sein, unter diesen Punkt kommen, unter diese Linie. Klar, sonst haben wir einen höheren Fußabdruck, nicht so gut. Ökologisch nicht nachhaltig. Gleichzeitig ist hier der Human Development Index aufgetragen. Und das heißt, wir sollten hier sein. Klar? Also hier und hier. Hier ist zwar ökologisch nachhaltig,
aber sozial ein großes Problem. Hier, das ist Dubai, mit dem höchsten Fußabdruck, lebt man zwar ganz gut, aber das ist auf Dauer nicht möglich. Den Energieverbrauch von Dubai auf die ganze Welt gerechnet, wie soll das gehen? Und das heißt, wir haben die Herausforderung, dass sich die Länder in dieses kleine Viereck hineinentwickeln. Da ist fast niemand drinnen. Es geht nicht unbedingt darum, dass wir sagen, wir müssen wieder so leben wie Menschen in früheren Jahrhunderten. Das war ebenfalls nicht besonders nachhaltig. Warum? Aus sozialen Gründen. Kindersterblichkeit. Wir dürfen uns nicht in die Vergangenheit zurückdenken. Und das heißt, diese Länder hier brauchen Entwicklung, aber wir müssen uns was überlegen, damit wir unseren letztlich den Energieverbrauch runterbringen. Es geht im Wesentlichen um den Energieverbrauch. Und da sind wir bei einem der großen Probleme. Kein Mensch weiß, wie das geht. Das ist letztlich auch pädagogisch eine große Herausforderung. Ich sage immer, ich kann euch nicht sagen, ich kann Ihnen nicht sagen, wie eine nachhaltige Zukunft ausfällt. Aber ich denke, ich kann Sie vielleicht für diese Idee begeistern. Es gibt nicht das Konzept Nachhaltigkeit, das ist Nachhaltigkeit. Es gibt nur, dass wir uns auf den Weg machen. Und ich denke, Menschen sind erfindungsreich, Menschen haben tolle Ideen, wir müssen nur darüber nachdenken. Und was wir im Bildungssystem tun können, ist einerseits über Fakten informieren und andererseits es als Herausforderung verstehen und zu sagen, Leute, suchen wir gemeinsam etwas. In der Umweltbildung haben wir sehr lange gesagt, wir müssen den Jugendlichen beibringen, wie sie richtig Müll sortieren. Wir haben ihnen gesagt, welche Materialien sie verwenden. Das ist gut und das ist ganz wichtig und jede Generation muss das wieder lernen. Oder etwa, wir hatten vorher das Thema Essen, mit Essen sorgsam umgehen. Das ist wichtig. Bildung für nachhaltige Entwicklung geht nur einen Schritt weiter und sagt, okay, da gibt es große Fragen. Den Klimawandel. Niemand weiß genau, wie wir den beeinflussen können. Aber wenn er für uns alle wichtig ist, dann wird es eine Lösung geben.